Warte mal. Oh Gott, der ist hinter mir her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, was geht ab? Und erstmal herzlich willkommen zurück auf Comeback TV. Luna, willst du auch mal ganz kurz Hallo sagen? Tick. Okay, Leute, es ist gar nicht so spaßig wie gedacht. Und zwar habe ich heute mal was komplett was anderes vor und was richtig, richtig cool ist. Und ich freue mich auch riesig darauf. Ist ja in 2 Wochen oder ich glaube schon in 1,5 Wochen Halloween. Bevor der ganze Halloween-Spaß anfängt, fängt er bei mir heute schon an. Und nicht um eine normale Uhrzeit, wie es gerade, ich glaube jetzt ist es, jetzt haben wir glaube ich gerade mal 20 oder 21 Uhr, sondern wir starten das Ganze um 3 Uhr nachts zu der Teufelszeit. 3 Uhr nachts ist die Teufelszeit, es passieren immer mystische, komische Dinge und genauso auch heute. Wenn ihr weitere 3 Uhr nachts Videos sehen wollt, dann rockt jetzt schon mal den Like-Button so richtig. Und zwar werden wir heute Nacht Halloween-Musik anhören, zwar nicht an einer normalen Location, und zwar hat mir ein Kumpel eine komische Halle geschickt. Ich lege mich jetzt noch mal ein bisschen schlafen und dann sehen wir uns wieder um 3 Uhr nachts. Leute, was geht ab? Ihr seht, es ist fast 3 Uhr, wir haben fast die Devil's Hour erreicht. Also sozusagen die Teufelsstunde. Wir sind jetzt schon hier, wo ich hinfahren wollte. Und zwar sind hier komische Gewächshäuser. Und wir gehen jetzt in ein Gewächshaus oder irgendeine Hütte rein und schauen uns jetzt dort oder hören uns dort Halloween-Musik an. Gebt euch mal, Leute, das ist richtig, richtig dunkel. Es ist voll heftig. Ich habe auch schon ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Und ich hoffe auch, dass wirklich nichts passiert, ja. Mal diese Gewächshäuser da vorne. Die schauen schon echt richtig gruselig aus. Oh mein Gott. Okay, bis jetzt kann ich einfach noch nicht sehen. Und mir hat da nämlich ein guter Freund von mir eine Location geschickt. Ich fahr jetzt mal hier rein. Leute, ich weiß nicht, wo ich bin, aber dieses Gebäude da hinten schaut schon mal richtig, richtig gruselig aus. Ich glaube, diese Halle befindet sich da hinten. Ich werde jetzt gleich mal da hingehen, man sieht fast gar nichts. Ich hole jetzt noch eine Taschenlampe ganz kurz aus dem Auto und dann schaue ich mal, dass ich da reingehe. Schon richtig, richtig gruselig und es fängt auch schon langsam zu regnen an. Ich glaube, es war nicht so eine gute Idee, sich da nicht irgendwelche Halloween-Videos anzuschauen. Aber schauen wir mal. Ich hole jetzt noch die Sachen ganz kurz aus meinem Auto. Und dann würde ich sagen, schauen wir zusammen in die Halle rein. So Leute, ich bin jetzt hier angekommen. Lass mich noch mal ganz kurz schauen. Da vorne ist mein Auto. Ich habe jetzt noch meine Taschenlampe. Deswegen werde ich dann vielleicht auch gleich mal das Licht ausmachen, weil es ist schon richtig, richtig dunkel und düster. Wer hier hinter schaut. So Halme hier. Oh Gott, das ist schon ein komisches Licht. Und da hinten müsste sich dann diese Halle befinden. Und ja, um die Uhrzeit ist es natürlich nicht geeignet, sag ich mal. Deswegen ist es mir leid, ich bin auch schon echt ein bisschen aufgeregt. Okay, ich steig mal hier drüber. Okay, laut. Komplett mir gesagt, es müsste sich da hinten irgendwo befinden. Ich bin halt jetzt wirklich komplett alleine hier. Ne? Das müsst ihr euch auch mal denken. Aber ich sehe fast gar nichts. Das Licht ist so hell. Geht's hier lang? Man sieht hier wirklich fast gar nichts. Was haben wir hier? Was ist das hier? Gebt euch mal. Ist das ein Kopf oder sowas? Was ist diese Figur? Was hat das auf sich? Ist das eine Falle oder was soll das sein? Ich kann es nicht glauben. Okay. Komische Sachen. Irgendwo sollte sich hier laut meinen Koordinaten das auch befinden. Aber wo? Ganz, ganz komisch. Ich schaue nochmal ganz kurz nach vorne, ob das vielleicht hier irgendwo ist. Okay, Leute. Ich drehe nochmal ganz kurz um. Das ist der Garten hier. Wir müssen angekommen sein.
Es befindet sich hier keiner. Ist hier eine Baustelle oder was ist hier? Das sind hier teilweise Matratzen. Ich hoffe mal nicht, dass hier irgendjemand wohnt oder so. Naja, ich würde mal sagen, ich stelle jetzt mein Stativ mal hier auf. Und dann schaue ich mir mal, würde ich sagen, ja, schauen wir uns mal ein paar Halloween-Videos an. Weil hier, ich weiß nicht. Also hier ist auf jeden Fall schon mal die Tür, damit ich dann auch wirklich wieder rauskomme. Das muss irgendeine Baustelle gewesen sein. Nicht, dass es eine Falle ist. Hier war doch keiner. Ich habe auch noch ein paar Kerzen mitgebracht, weil es war hier doch schon ein bisschen zu dunkel. Und bevor wir das Ganze angehen, dachte ich mir, okay, komm. Weil das soll ja auch ein bisschen gruselig wirken. Wir haben einfach mal wirklich die Teufelstunde und zünden hier ein paar Kerzen an. Hoffentlich passiert da nichts. Warum ist es einfach mal 3 Uhr nachts? Warum gehe ich wieder auf irgendwelche so Rituale ein? Ich weiß nicht, wer auf sowas kommt eigentlich. Wer kommt auf sowas? Auf jeden Fall schaut die Challenge jetzt wie folgt aus. Ich schaue mir jetzt mittlerweile 3.18 Uhr. Ich höre mir jetzt hier in dieser verlassenen Halle einfach mal Michael Smyer Song an. Ich mache das Ganze mal über YouTube. Wenn ihr es mal anschaut, der hat auch schon so ein komisches Gesicht. Vielleicht kennt ihr Michael Smyer hier. Ich schaue mir das jetzt an. Und ja, das ist einfach nur ein ganz normaler Song. Ich glaube nicht, dass da was passiert. Da kann doch gar nichts passieren. Kann doch nicht wahr sein. Okay, es geht los. Bis jetzt noch ganz normal. Bis jetzt noch ganz normal. Tut sich noch gar nichts. Aber wirklich auch schon wirklich mystisches Gesicht drauf, der Typ, muss man sagen. Ganz, 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 ganz komisch. Es tut sich auch nichts. Ich weiß nicht, was das auf sich hat. Das ist voll mystisch. Allein schon das Bild, gebt euch mal. Das ist wirklich vollkommen mystisch, das ganze Zeug. Ich kann es nicht verstehen, wie... Da kann doch gar nichts passieren. Warte mal, warte mal, warte mal. Hör ich das jetzt richtig? Da hat's doch gerade geklopft, oder? Warte mal, ich schau mal ganz kurz in die Kommentare. Ihr schreibt auch, da hat's geklopft. Hä? Ich weiß nicht, habe ich mir das eingebildet? Ich glaube, das ist der Wind, Leute. Da ist keiner. Ich glaube, das ist der Wind. Komm, ich hör's mal weiter an. Das Komische dabei ist, gibt euch mal. Wer stellt sowas auf YouTube? Oder wer macht sowas wie ich jetzt auf YouTube gerade? Hä? Ganz, 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 ganz komisch. Das hat einfach mal angehalten. Ich hab nichts getan. Gebt euch mal. Ich hab das Ding nicht angehalten. Ich hab das Ding nicht angehalten und es hat einfach mal mittendrin aufgehört. Ich war das nicht, hundertprozentig. Okay, irgendwas ist da doch ganz komisch. Was ist, wenn doch wirklich jemand hinter mir war? Wir haben die Hälfte angehört. Komm, wir hören es nochmal zu Ende an. Wir hören uns jetzt nochmal. Wir sind gleich am Ende angekommen. Aber es tut sich nichts. Es ist irgendwie ganz, ganz komisch. Ich verstehe das nicht. Warum ist es ausgegangen? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, der war da! Oh mein Gott, ich muss die Kamera abmachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, der war da. Oh mein Gott. Ich muss mich verstecken. Da war jemand hinter mir. Wer war das? Irgendwo da hinten. Ich muss raus hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich mach mal zu. Oh mein Gott, der ist da. Eigentlich sieht er mich nicht. Oh mein Gott, der ist hinter mir her, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss mich verstecken. Okay Leute, ich habe mich jetzt mal hinter so einem Baum versteckt. Ich hoffe, dass mich die Person nicht finden kann. Ich glaube,
glaube, es war die unbekannte Frau. Ich glaube, die unbekannte Frau hat das Ganze vorgehabt und hat irgendwie einen Kumpel von mir gewarnt, dass ich herkommen soll. Oh mein Gott, da vorne ist der Eingang. Rein, 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 rein. Leute, ihr habt's gesehen. Die Person war da draußen gewesen. Die unbekannte Frau ist hier. Sie hat mich hierher gelockt. Ganz kurzer Plan. Soll ich mich jetzt hier verstecken oder soll ich zu meinem Auto rennen? Die ist ja noch draußen. Die wird auch wieder zurückkommen. Ich würde sagen, ich verstecke mich jetzt da hinten. Sie wird hundertprozentig sowieso kommen. Und dann renne ich zum Auto. Ist es eine gute Idee? Ich glaube, es ist eine gute Idee. Die müsste hundertprozentig wieder hierher kommen. Ich muss sie hierher locken. Sie kommt nur durchs Licht. Da hinten steht sie. Okay, sie kommt her, sie kommt her. Kommt sie her? Sie kommt her, sie kommt her. Okay, sie schaut nicht. Weg! Geh zum Auto, schnell zum Auto. Wo ist mein Auto? Schnell weg. Okay. Schnell rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was war das? Wartet mal. Hinter mir. Ich hoffe, sie sieht mich nicht. Oh mein Gott. Da vorne steht sie. So schnell wie es geht weg. Oh mein Gott. Die ist doch total geisteskrank. Schnell weg von hier. Ich melde mich gleich nochmal. Leute, was war das gewesen? Ich glaube, Halloween wird kein gutes Ende haben. Zum Glück haben wir noch nicht Halloween. Aber ich glaube, ich bin in eine Falle getreten in dieser komischen Scheune. Ich habe die Kerzen angemacht und da war einfach mal die unbekannte Frau hinter mir. Diese Halloween-Lieder waren wirklich keine gute Idee. Egal, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal mal, lasst ein Like da. Es kommen immer mehr 3 Uhr nachts Videos. Dieser Kanal ist ein reiner Gruselkanal. Wir abonnieren natürlich noch einen. Der Kommentar wird jetzt hier oben eingeblendet für alle anderen. Hashtag Glocke aktiv, Hashtag KWTV. Ich glaube, das war's gewesen. Wir sehen uns wieder in 2 Tagen. Haut rein. Pap.